Für unsere Serie Frühstück bei haben wir Bürgermeister Thorsten Rode besucht. Oh, hallo liebe Leser, wir sitzen heute hier vor den Resten unseres Frühstücks. Schönes Frühstück, das mit Ulf Buschmann hatte. Und ich glaube, das war total interessant. Wir haben uns viel über Kommunalpolitik, aber auch über viele Dinge des täglichen Lebens unterhalten. Hat Spaß gemacht und sowas kann man immer mal machen. So kann man die Woche gut starten. Insofern herzlichen Dank für diese tolle Einladung und diese tolle Idee. Sperrung am Bahnübergang Bremer Straße. Mancher Autofahrer wurde davon Anfang der Woche überrascht. Grund für die Sperrung sei laut Pressemitteilung der Deutschen Bahn die Erneuerung von Weichen. Die gute Nachricht, seit heute ist der Bahnübergang wieder für den Straßenverkehr offen. Mit Karin Brunsers hat erstmals eine Frau die Leitung des Gymnasiums Ustdeutsch-Scharmbeck übernommen. Die 54-Jährige hat das Amt schon im vergangenen Schuljahr kommissarisch ausgeübt. Jetzt folgte die offizielle Ernennung durch Vertreter der Landesschulbehörde. In Sandhausen wird die Bundesstraße 74 umgebaut. Der Verkehr wird mittels Ampelanlage einspurig an der Baustelle vorbeigeführt. Der Umbau soll den gefährlichen Bereich entschärfen. Ein Grund sind die vielen Linksabbieger, die nach Richtung Freisenbüttel wollen. Die Bushaltestelle selbst war ebenfalls eine Gefahrenquelle. Fahrgäste konnten die Fahrbahn der B74 nur schwer überqueren. Verkehrsinseln sollen das zukünftig erleichtern. Heute wurde die Klosterholz-Tombola auf dem Scharmbecker Marktplatz eröffnet. 17.000 Preise im Wert von über 65.000 Euro sind bei der Klosterholz-Tombola in der Verlosung. An den berufsbildenden Schulen Osterholz-Scharmbeck fiel jetzt der Startschuss für ein landesweites Präventionsprojekt. Mit schulischen Fahrsicherheitskursen sollen Fahranfänger trainiert werden. Der Kultusminister Grant-Hendrik Tonne ist dazu aus Hannover angereist, um die Premiere eines Projekts zu würdigen, das er für einen wichtigen Baustein zur Verringerung der Unfallzahlen in Niedersachsen hält. Eingebettet war das Fahrtraining in einen ganzen Verkehrssicherheitstag, den die BBS zusammen mit der Polizeiinspektion Verden-Osterholz sowie dem Landkreis organisiert hatte. In verschiedenen Workshops widmeten sich Schüler, Lehrer und Experten Themen wie Drogen und Alkohol am Steuer oder gefährlichen Ablenkungen, insbesondere durchs Handy. 2 Akkordeonspieler haben beim Gartenkulturmusikfestival in Osterholz-Scharmbeck die Besucher auf dem Gelände der Museumsanlage unterhalten. Während sich die beiden Musiker auf der Bühne so richtig auf dem Akkordeon austoben, genossen die Gäste der Museumsanlage auch die kulinarischen Angebote.